Ich bin Leute für Crafty. Da ist der Korrespondent live sozusagen aus Buenos Aires, Argentina. Und wir wollen euch ein bisschen weiter erklären, wie denn das so vor sich geht mit der neuen Weltordnung. Also, ich habe jetzt probiert, ein paar Sachen zu kaufen. Das heisst, eine Schiffsüberfahrt nur über einen Fluss nach Goa. So. Das ist eben gar nicht so einfach, wenn man da keine Kreditkarte hat oder irgendwie ein Prozent haben will. Denn ein paar zahlen ist sehr schwierig. Aber es geht. Es gibt tatsächlich einen Ort, das ist jetzt hier in Bugenbus-Zentrale. Aber bevor man überhaupt willkommen geheißen wird, muss man euch zuerst hier seine Passnummer eingeben. So, wenn man jetzt Pech hat und man hat einen US-amerikanischen Pass, wo dummerweise auch noch Buchstaben drin sind, geht es schon einmal nicht. Aber ja, ist auch nicht so wichtig. Wenn man hier hinfährt, dann braucht man natürlich mittlerweile ein Sube. Das ist so ein Kärtchen, mit dem kann man in den Bus steigen. Weil, die haben natürlich schon längst ein Bargeld abgeschafft. Jetzt, wie funktioniert das Kärtchen? Man kauft so ein Kärtchen, dann kann man es aufladen und dann kann man fahren. Und irgendwann steigst du in den Bus und es geht nicht mehr. Dann denkst du, Kopf wird stutzen, dann heisst die Karte blockiert. Und so. Und dann sagst du, ja, Kopf, Deckel. Und dann steht hinten drauf, ja, dann kannst du reklamieren. Kurz, wenn du dann wieder deine Daten, deine Passnummer und alles abgibst, damit sie dein Bewegungsprofil haben, dann dienen sie dir die Karte wieder aktivieren. Das heisst, du darfst nicht anonym in Zukunft ein Tram fahren. Also ich habe nämlich gekauft, dann immer wieder eine, ich habe mittlerweile schon eine ganze Sammlung. Ja, so, denn das Gleiche geht natürlich auch mit dem Auto. Wenn du jetzt hier eine gewisse Autobahn willst, dann geht das nur noch mit Telepassen. Also einfach so, für alle die, die ID20 abgestimmt haben oder so, freut euch auf was euch erwartet und über die ganzen Computerfehler, die es dann noch wird geben. Und falls dann mal Stromausfall ist, ja, dann könnt ihr kurzfristig mal nichts kaufen. So. Ja, das ist live aus Argentinien. In der Schweiz weiss man noch nicht, von dem was kommt, aber ja, da werdet ihr es dann schon mal merken. Ja, ein kleiner Nachtrag, also falls ihr meint, ja, das ist ja nicht so schlimm, ist noch praktisch das Kärtchen, oder? Ich zahle ja eh mit Twint oder mit weiss du gut was. Da heisst das RapiPago, es gibt da ganz viele Applikationen. Da muss ich auch nicht Bargeld umschleppen. Das ist jetzt hier in Argentinien tatsächlich ein Problem, weil das grösste Nötli ist gerade mal 80 Rappen wert. Also wenn du hier willst, jetzt ein Auto kaufen, dann brauchst du zuerst Geld, um eine Karte zu kaufen, damit du mit dem Geld überhaupt nicht ankommst. Aber es ist ja dann sowieso illegal, so viel Geld in die Hand zu nehmen. Das ist ja auch mittlerweile in Deutschland so oder in Italien oder wo auch immer. Ja. Ich wollte einfach sagen, es ist natürlich leider auch so, dass falls irgendjemandem vom Staat deine Nase nicht passt, also, du hast jetzt irgendwie dummerweise AfD gewählt und das sind ja, das sagen Zeitungen, das sind ja Faschos oder so, also, ich weiss nicht, die wollen offensichtlich nicht nach Russland marschieren und haben jetzt auch Corona-Sanktionen blöd gefunden. Das sind jetzt, wie man die neuen Faschos definiert, die haben keinen Krieg. Finde ich auch komisch, aber ja. Währenddem, dass die Grünen ja mittlerweile AKWs unterstützen und Angriffskrieg die ersten gemacht haben. Ja, die Zeiten ändern sich, aber eben, falls denen, wenn auch immer deine Nase nicht passt, dann kannst du halt nicht reisen, nicht kaufen, nicht machen und so. Wegen dem gibt es noch alte Hasen wie mich, die jetzt irgendwie Bargeld noch lässig finden, weil da hast du immer etwas kaufen können. Ein Bier, ohne dass jetzt gerade die Krankenkasse weiss, dass du ein Bier getrunken hast. Oder ein Siege geraucht. Oder was auch immer. Ist alles nicht so schlimm. Man kann ja einfach nichts konsumieren, das geht immer. Man kann irgendwelche Geschenke annehmen, das kannst du anonym. Und so. Also, ich freue mich eigentlich schon auf die Abschaffung von Bargeld. Wie gesagt, ich freue mich auf die Abschaffung von Bargeld, weil wir dich gar kein Geld mehr brauchen, das ist auch cool. Und wie gesagt, ich bin in Argentinien und davor wurde ich an Argentinien, habe ich doch was gelesen. Richtig, unser Präsident war in der Schweiz, seine Befehle abzuholen am World Economic Forum. Dort werden die ganzen Sachen eben geplant. Und Argentinien ist da sicher ein Schlüsselstaat, kann man sagen, weil da wird jetzt die ganze Technik ausprobiert. Wir haben hier so, wenn du ein Cuenta DNI hast, das ist so ein Bankkonto, das jedem Namen gibt,
Dann kannst du einkaufen am Dienstag oder Mittwoch und die geben dir tatsächlich 30% Rabatt. Das heisst, es lohnt sich richtig, wenn man hier mitmacht, dann kann man nämlich günstiger einkaufen. Da kannst du sicher sein, alle Argentinier rennen, um das Bankkonto zu haben. So. Und da sind die Preise unglaublich aufgegangen. Also wir haben da Inflation von 300% in einem Monat. Also recht satt, kann man sagen. Also Weimarer Republik mäßig. Und das wird natürlich die soziale Unruhe geben. Aber die können jetzt dann auch ihre neuen Instrumente ausprobieren. Wie kann man das Volk, das hässig ist, zähmen? Eben über die digitale Kontrolle und über das Abschreiben von Reisen, Ressourcen, Wasser, Mehl, Eier und so weiter. Und mit ein bisschen Discount kriegt man eigentlich fast alle auf Spur. Und so, und das wird jetzt hier ausprobiert. Ihr wisst, Buenos Aires ist eine digitale Stadt. Und nebenbei hat man gerade noch eine Argentinien ausrauben. Das machen das macht der kolonisierende Westen, also wir Schweizer haben uns mit drin, sehr gern. Man muss ein bisschen Empathie amputiert sein, um das zu machen, weil, wie soll ich sagen, es gibt gewisse Leute, die haben das Leben lang gearbeitet, denen geht es wirklich dreckig. Sie haben auch nicht so Fantasie wie die Afrikaner und können auch nicht mit wenig Geld kochen. Aber wie gesagt, eben, viel Spass mit der neuen Weiterordnung. Live für Crab TV aus Buenos Aires. Und eben, liebe Leute von Crab TV, ihr fragt euch vielleicht, warum erzähle ich das alles? Ja, das ist eigentlich so, dass weil wir Schweizer haben eine coole Sache, wir sind relativ vertrauenswürdig und haben hohe moralische Ansprüche. Nur leider sind wir, ja, wir hocken jetzt mit drin, wenn wir nicht sogar das Ursprungsland sind. Also wenn wir hier der ganze Lampe im Gazastreifen, wo wirklich schlimm ist, was mit diesen Leuten passiert ist, ist zum Beispiel im Heimatort Basel erfunden worden. Der erste Zionistenkongress hat man dort gemacht. Dann ist vermutlich auch die ersten zwei Weltkriege in irgendeinem Hotel Victoria in den Bergen geplant worden. Und ja, wenn ihr zum Beispiel könnt tanken und ganz schön brav umweltschützend sind und Eurodiesel tankt, dann wird hier in Argentinien irgendein Kind vergiftet dafür. Einfach, dass ihr das wisst. Es ist nämlich so, dass Eurodiesel ist auf pflanzlicher Basis. Sie sagen, es ist CO2-neutral. Das mag vielleicht stimmen, weil es ist ja gewachsen sozusagen und hat CO2 aus der Luft weggenommen. Aber auf 1 Kilo Sömli kommen 10 Kilo Agrotoxikos, also Gift. Und die vergiften eben unsere Kinder hier in Argentinien recht böse. In Cordoba. Also wenn ihr immer tankt, denkt daran an unsere argentinischen Kinder. Die finden es nämlich gar nicht lustig, wenn die Schweizer einen auf Umweltschutz machen, weil sie verrecken daran. Ja, wieder mal live von Crab TV aus Argentinien. Ist übrigens eine coole Metro, ist noch eins von den Alten. So sieht das aus. Ja, bis bald.